Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist eure Tanja Hausmann. Ich versorge euch regelmäßig mit Ideen und Inspirationen rund um euer Hobby. Ja, heute habe ich mal wieder keine Karte für euch, sondern ich möchte mal wieder was Praktisches basteln. Und zwar habe ich ja hier diese Holzkiste und ich habe da in der Ecke ein paar Blöcke stehen. In verschiedenen Größen. Und wenn man mal schaut, die passen ideal in diese Holzkiste. Die Holzkiste ist schön stabil und die möchte ich jetzt mit Serviettentechnik gestalten. Weil Ordnung muss ja mal ein bisschen sein, gerade wenn man viel Bastelmaterial hat, so wie ich. Ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer rechtzeitig Bescheid bekommst, wenn ein neues Video online ist. Jetzt lasst uns aber beginnen. Wir brauchen natürlich Servietten unserer Wahl, dann den Holz, ja die Holzkiste, weichen Serviettenkleber, einen Borstenpinsel, weiße Acrylfarbe, Serviettenkleber. Außerdem nehme ich noch Rot-Violett. Und außerdem später Jutekordel und eine Heißklebepistole. So, als erstes werde ich jetzt mit Weiß grundieren. Und zwar habe ich mir vorgestellt, von außen komplett in Weiß zu grundieren und auch das untere vielleicht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und von innen möchte ich gerne in diesem Rot-Violett zumindest unten das grundieren, vielleicht auch komplett. Das entscheide ich gleich spontan. Jetzt grundiere ich aber erstmal mit Weiß. So, willkommen zurück. Ich habe das jetzt mal einen Tag trocknen lassen aus Zeitmangel. Heute mache ich dann das Projekt weiter. Und zwar habe ich dann noch hier diese schöne Serviette. Die möchte ich einmal jetzt aufarbeiten. Da brauche ich dann noch Serviettenkleber. Und jetzt nehme ich mir noch eine Unterlage, die reflektiert vielleicht ein bisschen. Aber da wird mein Tisch nicht so dreckig. Ich muss den ja auch schützen. Ihr wisst, wenn ihr Serviettentechnik macht, ihr müsst immer nur die oberste Lage nehmen. Serviette hat ja drei Lagen. Und wir brauchen nur die oberste Lage. Es gibt natürlich auch Servietten mit zwei Lagen. Da braucht ihr natürlich trotzdem auch nur die oberste Lage. Die Acrylfarbe braucht natürlich keinen Tag, um zu trocknen. Ich habe das aber manchmal so, dass ich dann halt Projekte zur Seite lege, wenn Trockenzeit besteht, damit ich in Ruhe was anderes basteln kann. So, jetzt nehme ich einen weichen Pinsel und trage es schon mal Serviettenkleber auf. Und jetzt gucke ich einmal, wie ich es drauf machen möchte. Ob ich es komplett mache. Ja, ich denke mal, ich mache es komplett. Oder ich schneide es einmal in der Mitte durch.
glaube, ich halbiere es, weil ich oben ja sowieso was anderes hinmachen möchte. Da brauche ich jetzt einmal eine scharfe Schere und dann halbiere ich mir das Ganze einmal. Kann man natürlich auch machen, bevor man die Serviette auseinander nimmt. Das geht ein bisschen leichter. Das mache ich normalerweise immer vorher. Aber jetzt geht es auch so. So, jetzt trage ich den Serviettenkleber auf. Und jetzt kommt die Serviette drauf. Und jetzt wieder der Serviettenkleber. Ja. Das wird mir jetzt keiner glauben, aber wir haben Klappe die dritte mit Unterbrechung mal wieder gehabt, da mir ja eine Lampe kaputt gegangen ist. Jetzt ist ein neuer Tag und ja, der Lack natürlich hier, der ist schon getrocknet. Ich möchte aber jetzt natürlich hier die restliche Kiste auch noch mit der Serviette bekleben. Das kann ich einfach dran arbeiten, das ist kein Problem. Dann nehme ich jetzt einfach wieder Serviettenkleber. Und arbeite das einfach bei. Ja, mit der Lampe, das ist ein bisschen ärgerlich. Das hat der ein oder andere vielleicht mitbekommen. Auf irgendeiner Social-Media-Seite. Ja, die Serviette ist jetzt, man sieht es, ist nicht 100 Pro an der Stelle, aber das macht jetzt mir gar nichts. Ich arbeite die trotzdem drauf. Ich kann das dann hinterher noch mit irgendwas anderem überdecken, diese Stelle. Schöner wäre es vielleicht gewesen, natürlich, wenn man reißt, wie beim Tapezieren. Ich freue mich schon, wenn ich das Kistchen fertig habe und meine Papiere schön dort einsortieren kann. So, jetzt mache ich das mit dem letzten Stück auch noch.
So, jetzt ist das soweit getrocknet. Jetzt kommt der eigentlich schönere Teil. Jetzt gucke ich, ja, hier habe ich ein bisschen wenig Serviette drauf gelebt, ein bisschen geschludert. Und da fange ich jetzt an und wickel jetzt View-to-Kordel auf. Ich denke mal, die Höhe ist dann auch in Ordnung. Ich schaue natürlich, dass ich ein bisschen überhangen lasse. Das kann ich dann später für eine, ja, vielleicht ein bisschen länger sogar, kann ich später dann für eine Schleife nehmen. Und hier werde ich das jetzt aufkleben und dann einmal, ja, die Kiste umwickeln. Ach so, die ist noch gar nicht heiß. Da muss ich noch ein bisschen warten. So, jetzt habe ich genug Band umklebt. Jetzt bin ich am Ende. Das reicht mir jetzt. Noch mehr Band möchte ich gar nicht. Ich will ja auch ein bisschen von dem weißen Holz zu sehen haben. Das heißt, ich klebe jetzt ungefähr bis zur Mitte. Noch mal so ein bisschen von dem Band. Das war jetzt ein bisschen viel. Habe es da ungefähr. Hier mache ich den Kleber mal eben noch weg. Solange es noch flüssig ist. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. So, das gleiche mache ich jetzt hier. Da mache ich bis dahin ungefähr den Kleber. Jetzt mache ich hier mir ein Schleifchen hin. Oder Knoten. Schauen wir mal. Ich glaube, ein Knoten reicht auch. Dann mache ich mir hier noch so Knoten rein. Und dann fransen sich die Enden aus. Ja, das gefällt mir ganz gut. So. Das reicht.
Ausfransen. Und ausfransen. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt meine fertige Box und jetzt kommen meine schönen Papiere hier rein. Und ich kann es natürlich auf meinen Tisch dekorieren. Ja, und so sieht das jetzt aus. Und wie ich finde, sieht es schön aus mit meinen Papieren. Und ich habe das jetzt wieder ein bisschen besser geordnet. Ja, das war's für heute. Ich sage tschüss, eure Tanja.